Bullshit! Hallo, es ist eisekalt hier in Arjeplog, Nordschweden. Minus 20 Grad, beste Bedingungen, alle Vans in Schnee und Eis zu erproben. Wir testen jetzt das neue Regelsystem des Allrad-Sprinter. Er ist deutlich schwerer als die ortsüblichen Fortbewegungsmittel. Dennoch darf der Sprinter 4x4 auch auf spiegelglatten Straßen nicht in Schleudern geraten. Und dafür haben ihn die Ingenieure gut gerüstet, erklärt Christian Kuzera. Was ist an diesem Sprinter hier neu? An diesem Sprinter neu ist der zuschaltbare Allradantrieb und das neue ESP. Wie testen Sie das? Das ESP testen wir unter anderem auf dem Handlingsparcours. Da können wir gewisse Manöver nachstellen, die wir auf der Straße nicht herstellen können. Wie beispielsweise Lenkmanöver auf einer vereisten, engen Kurvenpiste. Hier muss sich das neue ESP beweisen. Nur wenn es das Fahrwerk richtig stabilisiert, bleibt der Van in der Spur. Was entwickeln Sie noch? Neben dem ESP entwickeln wir auch das ASR. Die Anti-Schlupfregelung, die hilft uns beim Anfahren. Und wir versuchen natürlich hier in Schweden auch die Extrembedingungen zu testen. So haben wir auch spezielle Hügel hier entwickelt mit gewissen Prozentgraden. Und da probieren wir zum Beispiel linke Seite Asphalt und rechte Seite Eis, wie schnell wir den Berg hochkommen. Auf Eis und Asphalt testen die Ingenieure auch die Bremsen. Dank ABS mit Erfolg. Wie erleben Sie die Wintererprobung, hier 4 Monate lang in Schweden zu sein? Ja, 4 Monate sind eine lange Zeit, aber hier in Schweden haben wir konstante Temperaturbedingungen, zum Teil auch minus 50 Grad. Und andererseits kann natürlich der Ingenieur auch unter Extrembedingungen das Fahrzeug auch in seine Grenzen bringen. Ich würde jetzt eine Runde fahren. Mhm. Worauf soll ich achten? Die Systeme ABS und ESP sind immer an, aber aufpassen, wir sind auf einem See, es ist wirklich sehr glatt. Viel Spaß. Danke. Und wie glatt es hier ist. Aber die Teststrecke ist breit, kein Hindernis in Sicht. Da kann ich mal richtig Gas geben. Wahnsinn, es ist spiegelglatt und ich fühle mich trotzdem sicher hier drin. An verschneiten Bergpassen erreichen viele Vans schnell ihr Limit. Das gilt allerdings nicht für den Sprinter 4x4. Mit dem zuschaltbaren Allradantrieb erklimmt er sogar glatte Passagen in steilen Serpentinen. Der Allrad-Sprinter hat den gesamten Wintertest bestanden. Das Traktionssystem im neuen ESP funktioniert gut im Schnee und in vereisten Kurven.